Ich möchte euch etwas ganz Besonderes zeigen heute, und zwar die Shimano Jumea. Zunächst, was ist das? Jumea sind von Shimano ein paar ganz edle Tuning-Teile, speziell für die Shimano XTR-Serie. Damit wird dann aus der XTR sozusagen das Über-XTR. Das sind Titanschrauben, eloxierte Aluminiumteile und Carbonteile fürs Schaltwerk. Und das alles in feinstem Silber-Gold-Finish. Und trotzdem ganz dezent und unaufdringlich und sündhaft teuer. Über 700 Euro sollen die Einzelteile kosten. Deswegen natürlich zunächst die Frage vorneweg, wer braucht das? Sind wir ehrlich? Niemand. Nächste Frage, wer will das? Auch hier ganz ehrlich, jeder. Jeder XTR-Freak. Denn damit wird eine XTR-Ausstattung, an der es funktional wenig zu verbessern gibt, etwas Besonderes. Etwas, das nicht jeder hat, und das ist es dann, was den Reiz ausmacht. Fangen wir mit dem 5er-Kit an. Die Teile aus dem 5er-Kit sind auch in dem 10er-Kit enthalten. Und das 10er-Kit, das legt dann nochmal 5 Teile obendrauf. Sämtliche Komponenten sind in hochwertiger, maßgeschneiderter Verpackung. Und auf der Rückseite ist jeweils genau beschrieben, welches Teil dadurch dann jeweils ersetzt wird. Das sind die Schalthebelhalter. Die sind aus Aluminium gemacht und auch in Silber-Gold-Finish gehalten. Und in dem beigelegten Flyer wird genau beschrieben, wie der Austausch der Teile vorzunehmen ist. Dann haben wir hier das YMRD81, das Kettenleitblech aus Carbon für das XTR-Schaltwerk. Also Leitblech eigentlich nicht der richtige Begriff, es ist ja Carbon.
hier der Bremsleitungssatz. Kommen wir jetzt zu den Teilen aus dem großen Kit. Da ist einmal die Titan-Ritzeleinheit YM-CS81 mit 17 bis 20 Zähnen. Haben wir hier das YMBR81, das sind Bremssattelschrauben aus Titan M6x15. Das hier ist das YMSL83, Schalthebelschrauben, ein Satz aus Titan natürlich mit goldfarbenem Kopf. Hier das YMRD83, das sind die Schaltwerksschrauben, natürlich auch aus Titan. Und das YMFD81, das sind die Umwerferschrauben, auch aus Titan.